Ein Olivenhain in der umkämpften Provinz Idlib im Nordwesten Syriens. Kinder strömen herbei, als sie den Schulbus hören. Sie leben hier in einem Flüchtlingslager. Doch der Bus wird sie nicht zu einer Schule bringen, er ist die Schule. Seit die Regierungstruppen im Frühjahr ihre Offensive gegen die Aufständischen in Idlib begonnen haben, wurden laut Save the Children fast 90 Schulen zerstört, 200 weitere werden als Flüchtlingsheime genutzt. Die restlichen reichen nicht einmal aus, um die Hälfte der schulpflichtigen Kinder zu unterrichten. Seit Mai gibt es deshalb das Busprojekt einer Hilfsorganisation. Diese Kinder können nicht zur Schule gehen. Die ist viel zu weit weg von dort, wo sie sind. Sie haben Zuflucht nicht in Dörfern oder Städten gefunden, sondern auf landwirtschaftlich genutztem Gebiet, in Olivenhainen. Der Gedanke ist deshalb, den Unterricht zu ihnen zu bringen. Wir wollen, dass sie Zugang zu öffentlicher Bildung haben. Nur Kinder bis zum Alter von 12 Jahren werden unterrichtet. Sie haben ihren Spaß, aber der Lehrer kann in dem improvisierten Klassenzimmer nicht einmal aufrecht stehen. Der Unterricht findet auch nur an ein paar Stunden in der Woche statt. Diese Businitiative ist sehr gut, aber wir möchten mehr als das. Wir hätten zum Beispiel gern ein Zelt, wo die Kinder mehr lernen könnten. Wir sind seit 2,5 Jahren vertrieben, leben unter den Bäumen. Wenn wir unsere Kinder 40 Kilometer zur Schule schicken müssten, hätten wir gar keine Transportmittel dafür. 1000 Kinder haben schon an dem Busprogramm teilgenommen, doch angesichts der Not ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein.